So, da sind wir auch schon wieder zurück mit dem nächsten Tipp, beziehungsweise ihr werdet schon vor mir sehen, wir haben es geschafft, Stein herzustellen, beziehungsweise Steinmauern herzustellen. Ihr seht da hinten meine Frau ganz fleißig Stein am Abhauen. Am Anfang dachte man ja, ach, wir haben so viel Steine, brauchen wir nicht. Ja, da hinten sieht man, wie viele Steine wir hatten. Nur um kurz mal zu zeigen, wir haben das Ganze jetzt so ganz langsam fangen wir halt an, alles in Stein umzuändern, da wir eben einen kleinen Besuch hatten von einem Troll und der kam übers Wasser, beziehungsweise über die Seite vom Wasser. Das war natürlich ultra nervig. Aber jetzt geht es erstmal dazu, was benötigt ihr, um auch solche Steinmauern herzustellen? Klar, ist jetzt noch nicht schön, wir sind jetzt gerade erstmal dabei, die Umrandung zu machen. Ihr braucht genau das hier, den Steinmetz. Wie bekommt ihr diesen Steinmetz? Ganz einfach, indem ihr das erste Mal einen Eisenbarren herstellt. Wie stellt ihr einen Eisenbarren her? Eisenerz abbauen. Wo könnt ihr das machen? Alles zu finden auf meinem Kanal. Einfach mal entweder bei den Videos selbst gucken oder in der Playlist Tipps und Tricks in Valheim. Und da werdet ihr auch schon fündig. Hier kann man eigentlich nicht viel machen. Da muss ich jetzt meine Frau fragen. Hier kannst du eigentlich nur einen Wetzstein herstellen. Für was war der? Für die Verbesserung von der Schmiede. Ah, damit konnten wir die Schmiede dann verbessern. Ah, hier steht's. Ah. Und wie könnt ihr dann die Mauern herstellen? Ganz einfach, ihr geht wieder ganz simpel auf euren Hammer. Rechtsklick, dann gucken wir bei Bauen. Und dann sehen wir schon hier unten eine Steinwand. Einmal 2 zu 1, einmal 1 mal 1, einmal 4 mal 2. Dann können wir Steinsäulen herstellen. Einen Steinbogen. Dann können wir auch einen Stein, also Steinbogen und einen Steinboden. Dann, da wir ja Eisen gefunden haben, können wir auch ein Eisentor herstellen, so wie wir auch in die Krypta reinkamen. Und des Weiteren können wir Steinstufen bauen. Also rein theoretisch könnten wir uns jetzt alles aus Stein bauen und könnten uns auch eine Festung bauen quasi. Aber ich denke mal, das Dach wird dann immer noch logischerweise aus Holz sein. Ja, wenn ich euch damit weiterhelfen konnte, gern Follow da lassen. Eventuell sieht man sich noch mal im Livestream, aber derzeit, ich bin halt so viele Videos für euch im Aufnehmen. Ich hoffe, ihr kommt mal zwischendurch vorbei und in dem Sinne würde ich sagen, euch noch viel Spaß und haut rein.